gelernt habe. Oder? Hast du noch einen Schuh? Achso, okay. Und die Zeit bis hierhin war nicht einfach. Aber ich habe vorhin etwas gesagt und das möchte ich an dieser Stelle wiederholen. Der politische Gegner ist nicht hier. Der politische Gegner ist der politische Mitbewerber. Und deswegen freue ich mich darauf, gemeinsam mit Ihnen in diesen Bundestagswahlkampf zu ziehen. Und gemeinsam werden wir das auch in diesem Wahlkreis schaffen. Und die Hand bleibt immer ausgestreckt. Und das möchten Sie auch bitte heute als Angebot verstehen. Auch für all die, die mir heute ihr Vertrauen nicht schenken können. Und all denjenigen, die mich gewählt haben, nochmal ein herzliches Dankeschön. Einen guten Heimweg nachher, nach der Verlesung. Danke, dass Sie da waren. Oh, die Küsserei hier. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke, Frau Witt. Ich danke Ihnen. Liebe Herr Meerbach, danke, dass Sie gekommen sind. Ganz kurz. Hey, Steffen. Danke. Das Ergebnis heute zeigt, dass ich aus allen Verbänden Unterstützung bekommen habe. Dafür bin ich sehr dankbar. Und Werder lag und liegt mir auch und immer besonders am Herzen. Und ich engagiere mich hier seit vielen Jahren. Und ich glaube, das wissen auch die Werderanerinnen und Werderaner. Vom Karneval übers Baumblütenfest bis hin zu handfesten Infrastrukturprojekten wie dem Tunnel, der ja unter der Bahn durch soll. Natürlich schon mehr gewünscht, aber das ist in Ordnung, das ist ein respektables Ergebnis. Gratuliere den Reichen ganz herzlich zu dieser Nominierung. Wir werden Hochmut in die Hose. Ich halte Frau Ludwig für eine sehr, sehr engagierte und kompetente Politikerin, die in ihrem Wahlkreis auch die Stimmen immer gewonnen hat. Und hier wünsche ich ihr weiter Erfolg.